Du weißt nicht, was Intelligenz ist. Du interessierst dich für Intelligenz, aber du weißt nicht, was es ist. Du denkst, eine Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert, eine neue Hydraulikpumpe mit einem neuen Gemisch, wo sich Aminosäuren mit Fettverbindungen besser vermischen. Eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert, eine neue Erfindung. Das wäre der Gipfelpunkt der Intelligenz im akademischen Kontext. Du verstehst es nicht. Du weißt nicht, was Intelligenz ist. Du verstehst es nicht. Das ist Intelligenz. Das ist Intelligenz. Das ist Intelligenz. Du denkst, eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, eine neue Erfindung, eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, mit einem Gemisch, mit einem neuen Gemisch, wo sich Aminosäuren mit Fettverbindungen besser vermischen, eine neue Erfindung von dir, die wirklich funktioniert, das wäre der Gipfelpunkt der Intelligenz, du verstehst es nicht. Intelligenz liegt in den Sternen, dort liegt Intelligenz. Du verstehst es nicht. Du denkst, die Intelligenz, die in den Sternen liegt, Magie, das wäre esoterisches Gelaber, was völliger Unsinn ist. Du weißt nicht, was Intelligenz ist, weil du denkst, eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert bei Maschinen, das wäre der Gipfelpunkt der Intelligenz im akademischen Kontext. Dabei ist das so niedrig. Eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert. Da hört bei dir, du denkst, das ist der Gipfelpunkt der Intelligenz. Da hört bei dir dein Verständnis von Intelligenz auf. Dabei ist das so niedrig. Das ist nichts. Das ist Intelligenz. Intelligenz liegt in den Sternen und nicht darin, eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert. Da hört bei dir dein Verständnis von Intelligenz auf, weil du denkst, das wäre das Maximum an Intelligenz. Das ist nichts. Du bist ein Bauer. Du bist ein Bauer und du weißt nichts. Du denkst, eine neue Erfindung im Maschinenbau, die wirklich funktioniert, eine Hydraulikpumpe, das wäre der Gipfelpunkt der Intelligenz im akademischen Kontext. Das ist nichts. Du verstehst Magie nicht. Du bist ein Bauer. Du weißt nichts. Du weißt deswegen nichts, weil du denkst, eine neue Hydraulikpumpe zu erfinden, die wirklich funktioniert im Maschinenbau, wäre der Höhepunkt der Intelligenz. Dabei ist das nichts. Du weißt nichts. Du weißt gar nichts. Du weißt nicht, was Intelligenz ist. Magie ist Intelligenz. Leute fett machen. Weight gain 400 pounds. Zähne fallen aus, Haare fallen aus. Naja, ist halt so. Nebenwirkung. You give 100 euros a month to a homeless shelter and sometimes a vegetable box. You can't do more. 100 euros a month to a homeless shelter and sometimes a vegetable box. But you can't do more. Of course, you're a professor. You have money, but 100 euros a month to a homeless shelter and a vegetable box, you can't do more. You have to look for your family and for your car. Everybody could be rich anyway. Eine neue Erfindung im Maschinenbau als Gipfelpunkt der Intelligenz, du verstehst es nicht. Du bist ein Bauer. Du bist so niedrig in deinem Horizont, weil du denkst, Intelligenz hört da auf, eine neue Erfindung im Maschinenbau zu entwickeln. Du verstehst es nicht. Du weißt nicht, worum es im Leben geht. You are a nobody, but you wanna be a somebody. Quote Marilyn Manson, similar.